Wegen einem brennenden Schornstein und dem daraus folgenden Einsatz der Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen ein kleiner Abschnitt der Zwönitzer Straße von der Auer Straße bis zur Klostermauer kurzfristig gesperrt werden. Anwohner hatten auf dem Dachboden des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und die Einsatzkräfte informiert. Der Schornstein wurde als Ursache ausgemacht. Er wurde durch die Kameraden freigekehrt. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des Sachschadens wurde nichts bekannt. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld, Waschleite und Schwarzenberg.